Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier vom Campingplatz Historische Straße in Münster bei Kregling. Hab jetzt gerade hier in der Rezeption bezahlt. 17,75 Euro hat mir das Ganze gekostet mit Strom, weil es am Wohnmobilstellplatz und fand ich okay. Ne? Hat ja mal einen Strom da und Waschhäuschen direkt gegenüber. Alles tippitoppi, Gastronomie, wieder mal im Foto von diesem Abend noch rein. Kann ich wirklich sehr empfehlen, war sehr lecker und auch humane Preise. Von daher alle gut und jetzt fahre ich mal weiter Richtung Würzburg. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Kilometer 4, ich bin jetzt hier in Kreglingen und suche mir jetzt erstmal eine Bäckerei. Frühstück. Kaum auf die Suche gemacht, direkt einen netten Bäcker gefunden hier. Konnte ich auch das Fahrrad im Blick behalten. Und ich habe mal noch ein paar Backwaren eingepackt jetzt für unterwegs, dass ich nicht das gleiche habe wie gestern mit dem Döner, der mir dann so schwer im Magen lag. Und der hat mich echt zurückgeworfen und nicht nach vorne gebracht. Ich habe mir jetzt erstmal wieder ein externes Mikrofon angeschlossen, das Lavalier-Mikrofon. Das ist ja nicht so schade, wenn es so nass wird. Die Funkmikrofonanlage bei dem Wetter ist ja doch sehr risikobehaftet. Ist ja alles nicht so outdoor geeignet. Jedenfalls fahre ich jetzt hier weiter entlang der Tauber. Das behaupte ich zumindest mal, dass es die Tauber ist. Wenn man die Videos kennt, der weiß ja, das muss nicht unbedingt stimmen, was ich hier so erzähle. Und in dem Fall, falls ich was Falsches erzähle, bist du als Zuschauerin oder als Zuschauer gefragt, das hier zu berichtigen in den Kommentaren, damit ich auch was dazu lerne. Ja, da machen wir interaktives YouTube. Hat jeder seine Aufgabe. Ich werde hier nass und ihr sagt mir wo. Aber der Tauber hatte ich ja schon mal recht. Ne? Also doch gar keinen Quatsch erzählt. Und auch immer noch auf der romantischen Straße. Auch wenn der Untergrund hier nicht so ganz romantisch ist. Klassischer, historischer, romantischer, mittelalterlicher Untergrund ist ja dann wohl Kopfsteinpflaster. Aber das ist ja gestern schon gesagt, so gar nicht mal so mit dem Fahrrad da durchfährt. Ne? Ja klar, ich hätte ja auch schieben können. Mir in Ruhe Sachen angucken, aber bin ich dann nicht. Ne? Ich habe es mir ja vorher vorgenommen, nach dem Motto, machst du mal richtigen Urlaub mit dem Fahrrad, nicht nur durchballern, sondern auch Sachen mal angucken. Aber dann habe ich da die Muße nicht zu. Ne? Ich gucke mir das gerne im Vorbeifahren an und freue mich an dem Anblick und dann geht es weiter. Und für mich ist das Highlight dann, einen Campingplatz zu finden. Oder vorgestern dieses kleine Dorf mit dieser Krone da am Maibaum. Sowas sind dann Highlights, ne, wo ich dann nicht mit gerechnet habe. Aber so eine angesagte, mit Ansage, schönste Altstadt Deutschlands, den Gisbel und sowas ist echt schön. Aber ja, okay. Jeder Jeck ist anders. Think you belong with everybody else, but you belong. Ich bin jetzt glatt hier vorbeigeradelt. Das richtig ist.
man das von unten sieht, da will man ja auch vorbeiradeln. Aber wo hier gerade dieser lose Untergrund wieder ist, meine Taschenkonstruktion hält. Kabelbinder sind beide noch intakt. Mann, ey. Dass es da keine andere Möglichkeit gegeben hätte. Auf diese, ja, ich denke mal, alte Bahntrasse zu kommen. Also nochmal angenehme Drängelgitter. Die drängeln gar nicht. Der wäre jetzt aber mit dem Fahrradanhänger vorbeigekommen. Ohne Probleme. Was natürlich auch praktisch, ne? Wenn es richtig regnen würde, könnte man sich da unterstellen. Und sowas, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch wenig gesehen jetzt hier. So richtige Unterstellmöglichkeiten. Guck mal, liebliches Taubertal-Erlebnistour. Und da rechts geht es nach Aub. Und ich fahre jetzt weiter Richtung Ochsenfurt. Am Ende des Tages, nee, gar nicht wahr, Ende des Tages, sondern ich übergehe Mittag dann Würzburg. Sonderhof in Ochsenfurt. Hier geht's lang. Ich fahre jetzt ja Kilometer um Kilometer hier auf dieser Bahntrasse und irgendwie fehlt mir jetzt hier heute das Romantische an der romantischen Straße. Das kann auch gut sein, dass ich gar nicht mehr auf der romantischen Straße unterwegs bin, weil ich habe teilweise bei der Streckenplanung das so ein bisschen glatt gezogen. Aber war dann ein richtiger Schlenker nach außen über Tauberbischofsheim. Ich glaube, den habe ich wegrationalisiert. Darum, ne, will ich das ja gar nicht der romantischen Straße in die Schuhe schieben, dass ich hier Meter um Kilometer diese Bahntrasse radel. Ist ja auch ganz angenehmer Untergrund. Ne? Also wenn man jetzt meinen Frontgepäckträger fragt, der freut sich, dass es mal nicht so wackelt. Dementsprechend dann auch der Faxe. Guck mal, Leute mit Packtaschen, das ist ja ganz, ganz was Seltenes hier. Vor allem heute. Hallo, hallo. Ab 1907 wurde die Gaubahn zwischen Ochsenfurt und Röttingen-Weikersheim. Bis 1974. Gucke mal hier. Das lächelt mich so schön an. Der Smiley hier auch. Da esse ich mir jetzt eine Kleinigkeit, die ich vom Bäcker mitgenommen habe. E-Bike-Ladestation. Guck mal. Sehr schön. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich jetzt hier ein Päuschen gemacht. Und einfach mal ein bisschen geladen. Kann ja nicht schaden. Und hier auch, ups, Tretbecken. Fitnessparcours. So, jetzt ist mir richtig schön warm. Ich habe jetzt ja drei Schichten an, also das Funktionsshirt von Revolution Race, dann die Highbell-Jacke und die Regenjacke. Ich hätte dann dazwischen noch anzubieten meine Softshell-Jacke. Die würde dann praktisch übers Unterhemd kommen. Dann noch die Windbreaker-Weste. Das heißt, ich dann
fünf Schichten hätte. Ach nee, das Hemd habe ich ja auch noch. Das habe ich jetzt ausgezogen. Sechs Schichten sind möglich. Kann also nichts passieren. Kann auch noch ein Wintereinbruch kommen. Kein Problem. Krass, ne? So eine nasse Scheibenbremse. Jetzt ist er wieder ruhig. So, Würzburg. Links herum. Bad Mergenheim, Würzburg. Deutschlandroute 5, mein Radweg. Und hier reiht sich irgendwie Biergarten am Biergarten, andere Uferseite auch. Alles schön einladend, aber alles geschlossen. Hallo. Und jetzt hier auf dem Mainradweg sind mir da schon so einige Radreisende begegnet. Zum Glück bist du hier, steht da, ja. Aber zu meinem Pech habt ihr geschlossen. Aber vom Fahren her natürlich super zu fahren jetzt hier. Alles relativ frisch asphaltiert, da ist nicht ein Flicken auf der Teerdecke. Das ist natürlich super, ne? Das rollt einfach. Aber das letzten Tage in Bayern, das hatte schon einen gewissen Charme halt. Ne? Und jetzt bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet. In Würzburg gleich muss ich eine Entscheidung treffen. Dann gucken wir mal zusammen auf die Wettervorhersage, wo es weitergeht. Ich hätte mir zwei Möglichkeiten überlegt. Die eine würde von hier aus Richtung Osten und dann drehe ich wieder kurz vor der tschechischen Grenze nach Norden ab. Das wäre Möglichkeit A. Möglichkeit B war nach Norden weiterfahren, Richtung, grob Richtung Himmels, Richtung Kassel. Und Möglichkeit C hatte ich gar nicht geplant, aber die wird es wahrscheinlich werden, dass ich nach Westen fahre, weil, wie es gestern aussah mit der Wettervorhersage, das am einladendsten aussah, Richtung Frankfurt zu fahren. Da schauen wir gleich mal. Oh, ist schon der nächste unterwegs. Und da bin ich ja gespannt, ob ich wieder alleine auf dem Campingplatz bin. Hallo. Oder ob da noch andere Zelte sind. Obwohl der Herr hatte jetzt hier zwei Packtaschen hinten. Das sieht jetzt ja nicht unbedingt nach Zelt aus. Was will uns der Künstler damit sagen? Also Fuß- und Radweg gesperrt. Darum ist jetzt hier der Fuß- und Radweg. Ach so, das war links der Fußweg, rechts der Radweg. Jetzt ist es beides hier. Ist aber auch so typisch deutsch, oder? Das erklärt sich doch eigentlich von selbst. Wenn eins zu ist, dass dann immer das andere benutzt, oder nicht? Das interessiert Fußgänger sonst ja auch nicht, wenn sie in einer Radfahrstraße spazieren gehen. Ne? Wenn das eine Fahrradstraße ist, ist es eine Fahrradstraße. Das ist ja auch kein Gehweg, das interessiert aber trotzdem keinen. Ich nähere mich jetzt ja unaufhaltsam Würzburg und hier so eine Fahrradreparaturstation. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn dann der Schlauch für die Pumpe? Der ist da drin, ah ja. Okay. Sogar angegeben hier Reifenbreite, wie viel Luftdruck man da drauf macht. Da kann man sein Fahrrad oben drauf heben, ein bisschen was rumschrauben. Und hier scheint auch beim schönen Wetter eine Menge los zu sein. Und ich habe jetzt schon so einige Dixie-Klos gesehen, die hier öffentlich aufgestellt sind. Hier vorne auch so ein Rollcontainer für Leergut, Mülleimer. Und hier seht ihr jetzt das Schloss Steinburg am Main in Würzburg. Thank you.
Noch ein letzter Blick auf Würzburg, hier die Festung Marienberg. Und ich radel jetzt direkt weiter. Erstmal hier den Hügel hoch und dann schaue ich mal. Dann muss ich eine Entscheidung treffen. Ja, meine Tour auf der romantischen Straße endet dann hier in Würzburg. Wir dürfen jetzt insgesamt seit Start Campingplatz Öschlesee waren 65 Kilometer hier nach Füssen. Da geht die romantische Straße los. Das ist, weiß nicht, 350 Kilometer oder sowas. Blende ich euch mal ein. Jetzt über den Daumen gepeilt gewesen sein. Heute eher dann so die unromantische Straße. Liegt natürlich an mir selber, ne? Wenn ich da aus den Kurven um die Sehenswürdigkeiten eine Gerade ziehe. Aber jetzt gerade Würzburg, es gibt mir aus meiner Sicht jetzt auch wieder recht, das zu lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich euch jetzt Aufnahmen davon zeigen konnte. Man muss ja mal gucken, wen man da alles filmt, der vielleicht gar nicht gefilmt werden möchte oder gar nicht gefilmt werden darf, sprich kleine Kinder. Und von daher muss man mal schauen, ne? Oder ihr habt ja schon gesehen, was ihr gesehen habt oder was ihr halt nicht gesehen habt. Ihr radelt jetzt, wie gesagt, nochmal den Hügel hoch. Und dann gucken wir uns mal die Wetter-App an. Wer verspricht mir die meiste Sonne in den nächsten Tagen? Ja, sieh mal einer an. Die romantische Straße ist noch gar nicht zu Ende. Richtung Markt Heidenfeld, Wertheim. Ja, fahre ich da hin. Ja, Freunde, ich stehe jetzt hier im Wald sozusagen und habe eine Entscheidung getroffen. Ich fahre jetzt hier, wie ich vorhin auch schon angekündigt habe, Richtung Westen weiter, Richtung Frankfurt. Ich gucke jetzt, dass ich gleich wieder an den Main komme. Und da gibt es auch der Reihe nach, denke ich mal, Campingplätze irgendwo am Mai. Am Anfang hat das schon so angefangen hier, als ich plötzlich im Mai am Main angekommen bin. Und dann schaue ich mal, dass ich auf den Limes-Radweg komme. Und da müsste ich ja so langsam wieder Richtung Nordrhein-Westfalen radeln. So ist jetzt der Plan. Fängt auch schon wieder ein bisschen stärker an zu regnen, immer wenn ich anhalte. Ja, irgendwer hat was dagegen, so eine Bewegung bleiben. Ich wechsle jetzt nochmal schön Speicherkarte und Akku. Und dann geht es gleich weiter hier den Main entlang Richtung Hanau, Frankfurt. Wenn es jetzt die ganze Zeit hier vor sich hin nieselt und regnet, ich selbst werde ja nicht nass, ich habe ja vernünftige Regenklamotten an, aber könnte man ja meinen, das macht überhaupt keinen Spaß. Warum bist du jetzt nicht in Würzburg geblieben? Ja, hätte man nicht machen können, ne? Sich da ein Jugendherberge, Zimmer nehmen, trockenlegen, Würzburg angucken, ein bisschen alte Steine. Aber ich genieße das total, mit dem Rad unterwegs zu sein. Ne? Das ist für mich, das in Bewegung sein und hier vor sich hin radeln. Das ist für mich jetzt Erholung, ne? Also euch was erzählen, einfach die Gedanken schweifen lassen, auch wenn es regnet. Und einfach jetzt nicht irgendwo in so Menschenmengen mitzuschwimmen an so touristischen Highlights, das ist nicht meins. Dann lieber auch ein bisschen Regen hier, ist auch okay. Und ich hoffe auch, dass es euch gefällt, ne? Schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Wie tickt ihr so? Sagt ihr so, ne, dann lieber schön Hotel, Pension, Jugendherberge, was auch immer. Und die Stadt richtig angucken oder sagt ihr, ja, bist du ja gewesen, hast du gesehen, alles gut. Mittlerweile Kilometer 67 hier und herzlich willkommen in, keine Ahnung, Ort ohne Ortsschild. Auch hier eine wirklich sehenswerte, schöne alte Kirche. Machen wir mal eine ganze Umdrehung jetzt hier. So. Ein Ortsausgangsschild gab es jetzt doch. Mädelhofen hieß der Ort. We'll be right back.
Abwegen wieder auf den rechten Pfad gefunden. Die romantische Straße. Das ist ja romantisch. Ich fahre jetzt hier links rum. Danke fürs Warten, Herr Autofahrer. Ist doch direkt wieder richtig romantisch hier der Weg. Aber hier sieht man ja, ein paar Meter sind es noch. Aber auch hier die Ortsdurchfahrt, wirklich tippitoppi. Und geht auch meistens bergab, habe ich so ein Gefühl. Dass man schön durchrollen kann. Und dann vergisst abzubiegen, so wie ich gerade. Dann geht es natürlich wieder bergauf. Ja, ja. Also habe ich auch die Möglichkeit, euch die Ortsdurchfahrt mal von der anderen Seite zu zeigen. Ne? So, liebe Leute, jetzt kommt mal ein ganz besonderes Highlight hier heute. Da werden die Augen meiner Frau und meiner Kinder aufgehen. Wertheim Village. Outlet Center. Da besteht für mich ja keine Gefahr, dass ich was kaufe. Mit dem Fahrrad kann ich ja überhaupt nichts mitnehmen. Ups. Ich bin jetzt gerade zum ersten Campingplatz in der Gegend gegangen. Da ist mir noch einer zu früh. Ich schau mal. Jetzt gerade mal so 88 Kilometer. Obwohl, Spaß macht mir das jetzt heute auch nicht mehr, wenn ihr jetzt hier seid. Mal gucken, wie lange wir fahren. 5,5 Stunden reine Fahrzeit im Regen. Irgendwann ist auch mal gut gewesen, ne? Irgendwann reicht auch mir das mal. Auch schön hier, aber vergessen abzubiegen. Und jetzt hier hinter Betting bin ich auch wieder am Main angekommen. Der müsste da zwischen den Bäumchen verlaufen. Ich kann ihn zwar nicht sehen, aber mein Navi sagt, dass er da sein müsste. Liebliches Zaubertal, Burg Wertheim. Kloster Bronnbach, also jede Menge Sehenswürdigkeiten. Und auch ein Schiff auf dem Main. So, was haben wir hier alles im Angebot? Deutschlandroute 5, der Mainradweg, romantische Straße, das liebliche Taubertal. Was willst du mehr? Alles hier versammelt. Da freue ich mich doch. Und dann noch hier dieses schöne herzlich willkommen Banner am Biergarten. Guck mal, und so herzlich bin ich wirklich willkommen. Schottendicht. Tja. Schönen Dank. Na gut, es ist Donnerstagnachmittag. In einer Woche ist Vatertag, ist Feiertag. Feiertag, der Vatertag, und der wird sehr wahrscheinlich anders aussehen. Und ich guck mal gerade so ein bisschen nach rechts, der ist ziemlich direkt am Main und der ist vom Pegel her ziemlich auf meiner Höhe und der Radweg geht runter. Also hier der Main und da der Radweg. Main, Radweg, der geht nach unten. Ich hätte jetzt fast gesagt, nicht, dass ich noch nasse Füße bekomme, aber viel nasser können die auch nicht werden. Das Rad kann höchstens sauberer werden, vor allem hier vorne die Packtaschen. Das ist schon beeindruckend, was da alles mein Fahrrad als Mitfahrgelegenheit benutzt.
jeden Fall eine schöne Burgansicht von hier. Und hier rechts die Spessart-Brauerei. Die hätten wir doch mal zur Begrüßung was bereitstellen können hier. Ich hoffe, ich suche mir jetzt einen richtigen Campingplatz aus. Dann gibt es da ja auch noch ein kühles Kaltgetränk. Ein kühles Kaltgetränk ist auch gut. Also eine Hopfen-Kaltschale. Du Scheiße, was ist das denn jetzt hier? Muss das sein? Es ist gar nicht mehr weit bis zu dem von mir erwählten Campingplatz, noch 13,5 Kilometer. Es sind jetzt gerade 100 Kilometer, habe ich jetzt gerade zurückgelegt heute und 16 Uhr. Und ich war gerade so ein bisschen, macht nicht so richtig Spaß, ne? Mit dem Regen hier zu fahren und die nassen Klamotten, wenn man im Zelt schläft, ja, wo soll man die Sachen trocknen? Im Zelt ist schwierig, muss mal gucken, gleich Campingplatz wieder so ist. Ob ich mir vielleicht sogar eine Unterkunft da gönne, wenn die so Hütchen haben. Mal schauen, was das für ein Campingplatz ist. Und ja, ich glaube, ich brauche Zucker. Ne? Ich bin so langsam so auf dem Trip. Hab keine Lust mehr. Ich rufe zu Hause an. Und das ist meistens, sag ich mal wieder, für, ich brauche was Süßes. Ich hatte heute auch noch nicht so viel. Ne? Ich hatte die beiden Brötchen da beim Bäcker heute Morgen. Da habe ich noch so ein gebackenes Teil mitgenommen und eine Brezel. Das ist ja auch nicht die Menge an Kohlenhydrate, wenn man 100 Kilometer Fahrrad fährt, auch wenn es E-Bike ist. Ne? Treten muss ich trotzdem und ich fahre ja auch akkusparend. Ja, dann schauen wir mal, wie das hier heute endet, wo das hier heute endet und ob das hier heute endgültig endet. Weil die Bahnfahrgeschichte kann ich mir abschminken. Die streiken jetzt schon wieder am Wochenende. Guck mal, ich besorge mir ein bisschen Zucker, ein bisschen Schokolade mit Erdnüsse und schon geht es mir wieder besser. Bin jetzt hier am Campingplatz, Campingresort, wie heißt das so gut? Maintal, Main, frag mich was. Angekommen am Main hier direkt. Das ist die Zeltwiese, dieses kleine Areal hier. Ich brauche ja auch nicht mehr als einziger mit dem Zelt. Strom gibt es auch, wunderbar. Sehr netter Platzwart. Mir alles hier erklärt, ist noch relativ neu. Und habe ich noch nie gehabt, ne, dass mir jemand wirklich eine Führung macht. Ne, und Toiletten zeigt und Duschraum zeigt und Waschmaschinenraum. Heute ist Waschtag, habe ich mir überlegt. Die ganzen nassen Klamotten mal. Ich habe noch einen trockenen Jogginganzug mit in die Maschine. Und einmal richtig durchwaschen. Und dann sind sie ja hier. Mit diesem Trockner kommen, sind die richtig schön kuschelig warm. Zeltaufbaubier gibt es auch mal wieder nach dem Zeltaufbau. Nämlich das ist Kulmbacher Edelherb. Und da hinten, da wo diese Supermarktreklame dort heute daneben ist ein Bistro mit Biergarten und hat bis 22 Uhr geöffnet und da freue ich mich schon drauf, nachher noch was Warmes zu essen zu bekommen. Also erstmal jetzt gleich hier duschen, Wäsche machen, Bistro, Wäsche nicht vergessen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Morgen geht es dann doch weiter. Breche jetzt hier nicht ab. Morgen geht es weiter. Das Wetter wird auch besser. Ich habe mir ja diese Route extra jetzt ausgesucht, diese Himmelsrichtung. Am Main entlang und dann auf den Limes-Radweg. Dann schaue ich mal. Mach mich dann mal schlau, wo der mich dann morgen hinführen wird. Alles klar. Also danke fürs Zuschauen. Und dann sage ich bis zum nächsten Teil. Bis morgen. Tschüss.